Hallo Skiron, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, möchtest du ein mit Excel errechnetes Ergebnis in eine andere Zelle hier bringen und das soll praktisch immer konstant bleiben, auch wenn sich hier die Rechenkomponenten verändern. Also wenn ich jetzt hier an dieser Stelle rechne, dieses 3 plus 4, dann kriege ich ja eine 7 raus. Wenn ich das nach hierhin weitergebe, dann kriege ich hier eine 11. Das haut schon mal nicht hin. Hier sollte ja die 7 stehen bleiben, auch wenn sich hier was ändert. Ich nehme es nochmal raus und auch wenn ich an dieser Stelle sage Steuerung C, das heißt, ich mache eine Kopie, stelle mich hier hin und sage Steuerung V, dann kriege ich also auch wieder meine 11 raus. Funktioniert also nicht. Und wenn ich jetzt hier was ändern würde, verändern sich in diesem Fall beide Zahlen. Und das soll es ja nicht sein. Es soll jetzt hier in diesem Fall die 9 bleiben. Das heißt, ich muss an dieser Stelle sagen Steuerung C, stelle mich hier hin, mache den Rechtsklick. Und sage nicht gleich einfügen mit Steuerung C, sondern ich habe hier eine Einfügeoption, die heißt Werte einfügen. Dann kriege ich hier die 9. Und wenn ich jetzt hier was ändere, dann bleibt hier die 7 stehen, also errechnet sich hier die 7 und hier bleibt die 9 auch stehen. Okay, dieses Ergebnis bei einer Zahl hätte man ja gleich weitergeben können, aber wenn ich das hier mache, an der ganzen Tabelle, dann lohnt es sich. Wenn ich hier sage Steuerung C, mache hier den Rechtsklick. Und sage nur Werte einfügen, dann habe ich hier praktisch alle Ergebnisse. Und auch wenn ich hier was ändere, dann ändert es sich hier bei meinem normalen Rechenergebnis von Excel. Aber mein Fixwert, mein konstanter Wert bleibt erhalten. Skiron, ich hoffe, das war deine Frage. Wenn nicht, schreib mich gerne wieder an. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Bis dahin, danke und tschüss.